Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Beim letzten Mal haben wir Zanto ermordet in der Schattenwelt. Und heute stellen wir uns der ultimativen Megaprüfung hier in der Gerudo-Wüste. Ich habe dafür auch noch eine Fee geholt. Also haben wir jetzt zwei Feen, den Feentau und das echte Gelee. Wir haben zwar nicht so viele Pfeile, aber juckt nicht. Und ich würde sagen, let's go. Also, ja, heute machen wir nur die Höhle. Wer sich für die Story interessiert, der kann ja, ausschalten. Und wer sehen will, wie wir hier vielleicht elendig krepieren, ja, der soll doch dranbleiben. An sich gibt es zu dieser Höhle nicht viel zu sagen. Ja, One-Shot. Die ist halt angelehnt an an der Legend of Zelda The Wind Waker. Da gibt es ja auf Preludien auch einen Pflicht-Dungeon, weil man da eine Triforce-Karte bekommt, beziehungsweise in der Wii-Version sogar gleich einen vollwertigen Splitter. Oh, die droppen aber gut Geld hier. Und ja, da musste man auch von Stockwerk zu Stockwerk sich durchkämpfen und alle Gegner ermorden. Macht übelst Bock, kann man auch immer wieder machen. Und ja, ist jetzt halt im Moment noch nicht schwer. Sollte aber, glaube ich, klar sein. Ich meine, wir sind hier in den ersten Räumen und hier hätten wir auch schon hergekonnt. Oh Gott. Hergekonnt als... Ja, als wir zum ersten Mal in die Wüste gekommen sind. Deswegen... Boah, ich stelle mich aber an, ne? Eigentlich kann ich jetzt auch runter. Und ja, man kann die Höhle nicht auf einmal machen, wenn man zum ersten Mal hier reinkommt. Denn die Entwickler haben dafür gesorgt, dass man zum Weiterkommen nach mehreren Save-Ebenen immer ein gewisses Dungeon-Item bekommt, das man erst später freischaltet. Da wir jetzt aber alle haben, ist das natürlich für uns kein Problem. Boah, weg mit den Viechern. Ich möchte natürlich auch... Nice. Ich möchte auch gern nicht so schnell Schaden bekommen, wegen der Riesenwirbelattacke. Und am schönsten wäre es, wenn ich es auch schaffen würde, ohne Heil-Items bzw. Feen zu benutzen. Natürlich sollte ich mich... Moin. I win it! Oh, du Wichser! Lol. Ich hasse dich. Ah. Toll. Da habe ich schon ein Viertelherz kassiert. Ich könnte natürlich mit dieser tollen Rüstung hier bescheißen, aber das machen wir nicht. Da kriegt man ja keinen Schaden, solange man Geld in der Bank hat. Aber nee. Das wäre ja Betrug. Voll langweilig. Ja, spannend wäre es ja auch mit 3 Herzen. Aber da wir halt, ja, 20 haben, müssten wir es halt so machen. Dafür gäbe es aber sicher auch noch verschiedene Challenges. Vielleicht auch im Livestream irgendwie, keine Ahnung, mit 3 Herzen diesen Dungeon machen, beziehungsweise allgemein das Spiel. Sollte ich vielleicht in Zukunft mal machen. Fledermäuse und Salamander. Wie die überhaupt so heißen, die Echsenviecher. Spin to win. Immer spin to win. Aber ich glaube, die droppen hier schon mit Absicht so viel Geld, damit halt Leute die Rüstung hernehmen können. Für den Fall, dass sie halt kacke sind. Aua. Ah, ja gut, hier habe ich mich angestellt, aber keine Ahnung, war zu faul irgendwie. Großartig jetzt
rumzuscrollen. Man könnte natürlich auch hier voll krass mit 100 Pfeilen herkommen und alles mit Bombenpfeilen wegrasieren, aber das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Zumindest sollte es das nicht sein. Ich denke, das findet ihr auch langweilig. Okay, das war cool. Ja, wir werden heute die Höhle auf einen Schlag machen. Das wird halt wieder ein Mega-Part, so wie damals bei Wind Waker. Oh, wir haben sogar schon den ersten Abschnitt geschafft. Eine Fee. Willkommen in der Drillhöhle. Held, der du die Finsternis vertreibst. Ich bin die große Fee. Als Königin herrsche ich über die Feen dieser Welt. Um deine bisherigen Mühen zu würdigen, werde ich die Feen in der Quelle von Ordon freilassen. Ja, wie freilassen? Hast du die davor eingesperrt gehabt? Naja, die mussten halt schuften. Irgendwie muss ich mir ja meinen Luxus leisten können. Naja, um weiterzukommen, brauchst du etwas, womit du dich an steilen Felswänden entlang bewegen kannst. Du weißt schon, sowas wie ein Beyblade. Ja, wenn du das doch nicht hast, dann hau ab. Ja, doch, hab ich. Hab ich natürlich dabei. Kein Problem. Jo, also, wenn wir... Ja doch, die meint schon den Beyblade, ne? Genau. Ja, wenn wir jetzt noch keinen Beyblade hätten, ergo den vierten Tempel noch nicht gemacht hätten... Ah, ich bin überfordert. Mit den Ratten hätte ich nicht gerechnet. Fies. Ja, ist klar, Mann. Nice camera, thank you very much. Boah, Alter, wie es hier schon mit dem Kleinen abgeht. Ja gut, ich stelle mich aber auch an. Was ist denn los, Leute? So. Schicht im Schacht. Wieder unnötig auf die Fresse bekommen hier. Oh, okay. Ah, ich glaube, ich springe jetzt öfter einfach rein. Ist ja viel spannender, als wenn ich da jetzt lang die Lage scoute. Oh, da scheint noch irgendwo einer zu sein. Oder auch nicht. Okay. Die Tür hat einen kleinen Delay. Akzeptiere ich. Oh. Ja, okay, nee, das ist so ein Raum. Ja, spring durch. Da werde ich jetzt wirklich mal im wahrsten Sinne des Wortes die Bombe platzen lassen. Weil das geht sonst halt einfach nur übelst am Sack. Bevor ich die jetzt alle rausziehe, beziehungsweise das reicht ja gar nicht. Und das Master-Schwert kann nicht mal deren Bubble zerstören, also... ist halt schon irgendwie doof. Oh mein Gott, die wollen mich! Und das waren jetzt auch gefühlt nur 3 FPS. Aber ich mag's, wenn es laggt, weil es abgeht. Zum Angriff! Keine Herausforderung. Obwohl wir schon 3 Herzen verloren haben. Schande über mich. Einfach den Knopf spammen.
Ne, und wer jetzt meint, hier kommen nur Luschen, also keine Sorge. Hier geht's am Ende noch richtig ab. Also so richtig, richtig. Ah, das sind ja auch Geisterseelen, stimmt. Ja, warte, machen wir das mal als Wolf. Aua, das war dumm. Oh. Ja, das wollte ich nicht, sorry. Jetzt zu dir, Kollege. Oder legt ja noch einer. Aber egal, erstmal die erste Geisterseele in der Drillhöhe geholt. Drei gibt es ja hier insgesamt. Ich habe es ja schon mal gesagt, mir fehlen irgendwie drei Geisterseelen, die ich leider nicht gefunden habe. Ich habe alles abgelaufen und es gibt auch einen Part, wo ich nur rumlaufe und ja, ihr halt auch sehen könnt, wo ich überall war. Ich habe sie halt nicht gefunden. Und das ist mir jetzt auch eigentlich egal. 57 ist auch viel. Damit bin ich auch zufrieden. Und damit kann ich mir zumindest, wenn ich mal in Zukunft wieder Bock habe auf Twilight Princess, immer noch die Ausrede vorbehalten. Ja, ich habe es ja noch nicht zu 100% gespielt. Das muss ich ja nachholen, ne? Also ist das ja eine Win-Win-Situation. Hi, Leute! Ihr seid aber gar nicht eingeladen. Zu meiner Party. Oh, die wollen sich vereinen. Wo sind wir denn hier? Ist ja wie am Dorf. Da treibt jeder mit jedem. Macht schon irgendwie Spaß, muss ich ehrlich zugeben. Da bekommt man richtig Lust, auch im Real Life irgendwas mit einem Schwert so auseinanderzumetzeln. Also jetzt nicht vielleicht Menschen oder so, aber ne, einfach irgendwas. Also bloß nicht falsch verstehen, ne? Nicht aus dem Kontext reißen. Das ist auch schon die zweite Fee. Ihr könnt euch wahrscheinlich auch denken, wie viele Feen es gibt. Wenn die erste Fee schon die Quelle in Ordon mit Feen ausgestattet hat. Die steht sogar mal auf. Oh, ich bin ja voll beeindruckt. Oh ja, die Feen in der Quelle von Firone lasse ich auch frei. Und als nächstes musst du Eis kaputt machen können. Das kann ich doch eh. Vielleicht ist es auch immer die gleiche Fee. Ja, wird es denn ja geben, ne? Ja, genau. Geht alle weg. Ha, besonders du, mein Sohn Brutus. In den nächsten Räumen könnte ich auch einige Herzen verlieren. Ist auch by the way immer schön, dass man sich, falls man irgendwie übermütig war und dachte, man kommt weiter, aber man kommt nicht weiter. Man kann auch zurück mit dem Enterhaken, den jeder haben muss, wenn er hier ist. In den nächsten Räumen könnte ich ziemlich aufs Maul bekommen, wenn die hier die Eisgegner holen, die einem, ja, alles einfrieren. Oh mein Gott, hier sind sogar Geisterratten. Zum Glück machen die keinen Schaden. Warte, kann man hier Herzen rauswühlen? Nee, das will ich aber nicht. Also, gönnt euch Leute, aber... Ach nee, das wäre doch Betrug. Aber gut zu wissen, lol. Nee, das machen wir nicht. Das wäre ja doof. Naja, rein ins Getümmel. Hi Leute! Ciao, Leute! Wie Cash die immer droppen. Ist ja abnormal.
Das ist ja nicht mehr normal. Oha. Das ist auch so ein Raum. Da würde ich eher wieder zu den Pfeilen greifen. Ich habe halt auch nicht mehr so viele. Deswegen lasse ich das lieber sein. Ich probiere es einfach mal so. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Besonders, ja genau, weil die eine schreit und dann will die nächste aber zuhauen. Das kennen wir schon. Aus The Wind Waker. Das war immer nicht nett. Komm, lasst mich in Ruhe. Voll unfair. Ich schneide dich voll auf. Ich juck es einfach nicht. Ja, Mann! Ich höre schon die Pfeile. Oh je. Zum Schießen aber geschafft. Gut. Hier könnte ich auch Pfeile farmen, aber nee. Na, ich wollte wegrollen, hab's aber verkackt. Nächster Raum. Ja, ja, die verstecken sich hier. Ganz lustig. Ach stimmt, das waren ja die, wo man Bomben braucht. Kriegt ihr? Gar kein Problem. Habe ich dabei. Was macht man hier eigentlich, wenn man keine Bomben hat? Ist man dann irgendwie RIP? Ich will es gar nicht wissen. Ah, und wenn ich euch schon sehe... Oh, wilde Angelegenheit. Oh, das war ein Rückangriff vom Feinsten. Aua. Naja, die hängen hier eh nur so rum, oder wie? Ja, genau, schieß erstmal durch. Hi! Und du bitte auch. Wo bist du? Oh, weh. Ah, die Riesenviecher einfach. Oh, stellt euch mal vor, es gibt wirklich solche riesigen Teile. Ihr seid irgendwo in, keine Ahnung, Afrika oder Australien unterwegs. Wahrscheinlich hier. Australien. Und da ist wirklich so ein fettes Teil. Oh mein Gott, Leute. Ich würde sterben, wenn ich das Ding sehen würde. Oh, das sind sogar stärkere Versionen als die normalen. Als die normalen Opfer. Die halten ja sogar was aus. Warum gibt's denn die auf der Overworld nicht? Ich hab Spaß mit meinem Beyblade. In 19 Minuten haben wir schon. Oh, das wird ein langer Part. Ich bin gespannt, wie lange der dauert. Vielleicht 50 Minuten, vielleicht eine Stunde. Ich weiß es wirklich nicht. Na ja, klar. War nicht die beste Bombe meines Lebens. Bitte nicht aus dem Kontext reißen. Ha!
Oh, geschafft. Nice. Ich bin beeindruckt, dass du es bis hierher geschafft hast. Um deine bisherigen Mühen zu würdigen, werde ich die Feen in der Quelle von Eldin freilassen. Sie werden jetzt keine Sklaven meiner Macht sein. Sehr nett, dankeschön. Ob es jetzt nur noch ein Gebiet gibt? Nee, kann ja gar nicht sein. Wir haben ja auch erst eine Geisterseele. Oh, lol. Bei denen braucht man ja Pfeile. Ist ja voll doof. Zum Glück habe ich noch ein paar. War vielleicht ehrlich gesagt doch nicht so klug, mit so wenig Pfeilen hier reinzukommen. War halt gar nicht klug. Obwohl da auch solche Vogelstatuen. Achso, nee, das ist, damit man weiterkommt. Na klar. Oder? Oder? Hey, jetzt mal no joke. Soll ich die einfach nur wegbewegen oder wie? Ah ja, erstmal weg.de. Ah, geht alle weg. Oh, da ist ja voll viel los hier. Im wahrsten Sinne des Wortes wohl die Hölle. Weil es hier so heiß ist. Okay. Weiterer Trocken, das Blitz auf meiner Liste. Macht die Höhle mal mit dem Ordon-Schwert. Da habt ihr nämlich doppelt so viel Spaß und doppelt so viel Zeit. Und ich hoffe, wir brauchen nicht noch mehr Pfeile, sonst sieht es scheiße aus. Das ist auf jeden Fall schon mal die nächste Seele. Danke. Jetzt aber schnell, Link. Der holt nämlich schon aus. Ich dachte schon, der will mich anschreien, während ich die Geisterseele anspringe. Oh. Ja, yeah, beiß ihm die Kehle durch. Hey, so schreien die ja gar nicht. Die schauen einfach nur zu. Okay, er schreit, aber es juckt mich nicht. Ja, auf einmal schon. Bist du auch nicht der schnellste Checker, Wolfling. So. Hui. Ich hatte das schon im Gespür, dass ich hier einen Wolf brauche. Haha. Verstanden, weil ich Gespür benutzt. Okay, nee. Es wird echt nicht besser, Leute. Aber das wisst ihr doch schon lange. Oh, Eis! Oh, Eis! Ich hasse euch! Ja, okay, hätte es schlimmer sein können. Oh, ihr natürlich auch. Ist ja eh klar. Sau du. Oh, die bewerfen mich!
Aber sie sind zu dumm zum Treffen, ja. Oh, haha, geblockt. Bitch. Ja, ja, lauf davon. Ciao, Digga. Ha. Eiskalt erwischt. Leute, ihr müsst euch doch schon facepalmen oder Ende. Gebt's doch zu. Oh, okay. Wir drehen uns alle. Da bin ich mit einverstanden. Hui, oh ja, der Raum ist böse. Aua. Da sind sehr viele von denen. Ja, klar, Leute. Ihr meinten! Das war gut. Okay. Voll fies, dass sie auch noch auseinanderfallen. So muss das sein. Hi! Oh, servus! Aua! Fies! Ich komme nicht um ihn rum, zumindest nicht richtig. Ja, okay, alles klar, ich bin weg. Ist klar, ne? Kann ich da nicht blank ziehen oder so? Ja, doch, geht. Hat sogar ziemlich nice Damage gemacht. Ja, lass mich doch. Ja, okay, dann halt nicht, du Wichser. Halt schon irgendwie fies, ne? Ja, jetzt mal no joke. Mach ihn doch fallend! Ja, so! Alter! Ich hab das so in Erinnerung, dass das aber normal so geht. Ja, genau! Jetzt legt die Rüstung weg. So ist es nämlich... Oh. So ist es auf alle Fälle besser. Ja, oder auch nicht. Also hier verliere ich richtig viele Herzen. So, jetzt ist es ein ehrliches 1 gegen 1, du Sau. Jetzt gibt's aufs Maul hier. Okay, das war dumm. Kassieren. Ciao, Digga. Alter. Ey, hat der gefickt. Die beide. Das war ein richtiger Gangbang. So.
versorgen wir auch Ranil mit Feen. Aber das reicht natürlich noch nicht. Nee, nee. Jetzt kommt noch der richtig harte Shit. Ach, ich bin beeindruckt. Und jetzt brauchst du halt den Doppelhaken, aber ja, du bist ja eh der Babbo. Safe. Alter, ist das denn ernst? Hi. Ist das denn ernst? Alter. Okay, ist gar nicht mal so schlimm. Ist gar nicht mal so schlimm wie erwartet. Ja, okay. Also es könnte... Boah, es könnte schlimmer sein. Ja gut, wenn die natürlich hier so zusammenstehen. Ja, saugeil! Boah, ey. Ja, ist das jetzt hier die neue Kriegsformation der Römer, oder wie? Kein Wunder, dass die unbesiegbar waren damals. Alter. So. Ja, es wird, wie gesagt, jetzt am Ende nochmal saugeil. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, ich baller das echte Gelee weg. 19 Herzen haben wir Schaden genommen. Also wer irgendwie mitzählen will, ich weiß es ja nicht. Oh, hübsche Farbe, Link. Hoffentlich bringt ihr auch was. Naja, vielleicht. Oh, ist aber schon wieder weg. Alles klar. Hat ja lange angehalten. Ha! Ah! Geh weg, du Sau. Hätte schlimmer sein können. Auch hier hätte man wieder mit Bombenfallen runterballern können ohne Ende. Also Leute, gönnt euch. Ja, servus. Grüß dich, Mona. Wie geht's an uns so? Angenehm, Leute. Oh, dodgen. Zickzacks. Hoho. Der eine Dodge war schon geil. Am Ende. Aber davor natürlich wieder kassiert ohne Ende. Oh, awesome. Oh, geil. Es sind auch noch die Ultra-Starken. Oh, die Geisterseele will auch Spaß haben. Okay, aber es könnte schlimmer sein. So. Jetzt zu dir, Kollege. Bin schon da. Leg dich hin. Damit haben wir die letzte Geisterseele für uns. Außer es gibt doch im Schloss 3, was ich aber bezweifle. Oh, da hängt schon was an der Wand.
Ja, servus, Leid. Grüßt euch. Ich darf halt jetzt auch den Schuss nicht verkacken, ne? Ja, sind das jetzt die Overpros hier? Ah, wait. Boah, genau. Ich brauche jetzt ein paar Pfeile, weil ich nicht weiß, ob ich noch später welche brauche. Dann bin ich vielleicht gekockblockt. Aber schön, dass wir hier auch mal zu sehen bekommen, dass man... Ja, Leute. Könnt ihr mal treffen? Ach komm, ihr seid doch jetzt auch zu dumm zum Kacken. Oh. Ja, das muss reichen. Ciao. Boah, geblockt und ciao. Ja, ja, die wollten uns hier mit... Ja, da habe ich jetzt schon ein bisschen vorgesorgt. Ach, das ist so ein glänzender Schleim. Da kriegt man wieder Gelee. Cool. Ja, die mache ich wieder mit dem Wolf, weil... Ja. Hat vorher auch gut funktioniert. Ist halt echt so. Der schreit dich an, wenn du den anderen beißt. Und du befreist dich und danach juckt dich das erst. Kannst du mir nicht erzählen. Oh, da hinten ist er, der Goldene. Den gönne ich mir auf alle Fälle. Nur zur absoluten Sicherheit. LOL! Der Lila, der hat den gegessen. Und jetzt ist der mit dem fusioniert. Und ist natürlich jetzt weg. Mei, ich hasse dich doch so sehr. Ja, Alter. Ja, ätzend. So. Ah, das war blöd. Aber jetzt wisst ihr es zumindest fürs nächste Mal. Holt euch gleich das Gelee, sonst hat das Gelee... böse Popo-Spielchen mit den anderen Gelees und dann kriegt ihr halt nur noch ja, einen ekligen Bart. Halt, Real Talk. Ah, Geisterratten auch. Are you serious? Ja, genau. Erstmal die beiden weg, weil die... Ja, gut, sind natürlich drei. Ja, genau. Ah. Und der dahin? Ja gut, wenn er nicht kommt, ne? Dann lasse ich den halt da hinten stehen. Boah, erstmal hier aufräumen. Ja, ich nehme euch alle mit. Oh. Wie er sich da versteckt in den Eck. Weil er weiß, dass er da safe ist. Ey, der lebt ja immer noch. Oh, Wichse. Stirb! Ja, bleib du da. Der wollte jetzt abhauen. Oh, ich habe keine Chance mehr. Oh, knapp. Hier noch was? Also, wenn überhaupt. Ja, okay. Alles klar. Boah, ich dachte schon. Was ist los? Hm. Ist ja gar nicht auffällig.
Ha! I don't believe you! Da kommt doch irgendwas aus dem Boden. Ja. Das war's? Die paar Lappen? Okay. Ich hätte jetzt halt echt gedacht, da kommt jetzt alles. Irgendwie. Beyblades und noch, keine Ahnung. Halt einfach doch viel mehr. Ja, genau. Das war nicht gut. Fakt ist, ich muss aber mit dem hier anfangen. Oh Lord. Ja, Mann. Und weg. Komm her, Bruder. Warum läuft denn jetzt der andere? Warum läuft denn der? Oh, das war der falsche Pfeil. Oh, ich wollte eigentlich mit dem Helmspalter dodgen. So, und du kannst ja alleine nix. Okay, tut mir leid. Da war noch die Leiche vom anderen. Boah, wie der dodgt. Jetzt geht's aber los hier. Ich frag mich ja, wie man den ohne okkulte Künste macht. Muss ja theoretisch möglich sein. Es könnte ja jemand die okkulten Künste verpassen. Ja. Ich hab das so in Erinnerung. Ja. Das war mir klar, du Sau. Lass die anderen erstmal da, wo sie sind. Ja, okay, hat nicht funktioniert. Jetzt geht's ab hier. Ach, jetzt ist das doch nur noch ein Glücksspiel. Ich will halt sehen, dass es einer No-Damage macht. Ah, okay. Wenn man richtig wartet, ist es vielleicht gar nicht so schwer. Und dann braucht man auch keine Künste. Alter, der macht gut Damage. Er ist fällig. Jetzt mal no joke. Ich glaube, das ist leichter ohne okkulte Künste. Hauptsache, ich habe ihn einmal getroffen. Aua! Was ist das denn hier für eine Verarschung? Ah, ich wusste doch, dass du dich traust. Ah, ich bin zu dumm. Jetzt aber! Ja, okay, nee. Haben sie gut getimed. Aua.
Oh, ich lebe noch. Okay, nevermind. Erst ist sie weg. Ah! Mei, greif halt an, du Sau! Und jetzt stirb! Danke! Jetzt ist es ja eh easy! Ja, Mann! Yes! Scheiße! Oh, der Schlag ist immer unfair. Da komme ich nicht durch. Mann, da muss man eigentlich zur Seite springen. So in etwa. Yes! Das war jetzt fies. Okay, das war dumm. Von mir. Lol, der war jetzt ja voll in der langen Kombo drin. Dank dem anderen Ritter, an dem ich abgeprallt bin. Danke dafür. Ja, jetzt kämpfe ich halt einfach ohne Rücksicht auf Verluste hier. So, jetzt nur noch du übrig. Eins gegen eins. Ah, er hat die Chance ergriffen. Schade, dass die Riesenwirbelattacke, die Riesensprungattacke fast nie sinnvoll ist. Also halt wirklich eigentlich 9 out of 10. Ah, gedodged. Haha, jetzt stirb! Wir haben es geschafft. Das war nämlich der letzte Raum. Yep. Der letzte Raum war halt wirklich jetzt nochmal abnormal am Ende. Und ich glaube wirklich, es ist ohne die okkulten Künste besser als mit. Und erstmal einen töten, dann den nächsten und ich versuchen, alle drei irgendwie zu treffen. Das geht schief. Ich bin beeindruckt, dass du diese Prüfungen gemeistert hast. Um deinen Mut zu würdigen, werde ich dir meinen Segen mit auf den Weg geben. Yay, Feentau. Den haben wir ja noch nicht. Wenn du dies hier trinkst, wirst du die vor dir liegenden Schwierigkeiten ganz bestimmt meistern. Wann immer du der Hilfe einer Fee bedarfst, wirst du eine von uns an einer der Quellen im ganzen Land finden. Sie sind jetzt von der Sklaverei befreit. Viele Menschen auf der Welt bedürfen deiner Hilfe. Kehre also zurück. Am Heiliersee. Mit ganz vielen Feen. Was sagt Daniel so? Du hast dich ja schon ein bisschen angestellt. Aber egal, ich ratter trotzdem mal meinen Text runter. Sei mir gegrüßt, hellenhafter Lucke. Der Tau... Ach so, ich laber dich noch zu, weil du mit mir nicht gesprochen hast. Weißt du, du kannst ruhig öfter vorbeikommen und mit mir reden. Ich fühle mich hier eh immer so einsam. Und die anderen haben leider kein WhatsApp. Na, du arme Sau. Naja, ich heil mich erstmal. Yeah! Ja, damit haben wir die Drillhülle geschafft. Hat auch, ja, ungefähr 50 Minuten gedauert, wie ich es mir gedacht habe. Ich glaube, so lange haben wir in Wind Waker auch gebraucht, wenn ich mich nicht täusche. Und von dem her, ja, hoffe ich hattet ihr Spaß. Ich hatte auf alle Fälle Spaß. Ich denke, wir haben uns auch, ja, gut geschlagen. Eine Fee benutzt und dieses echte Gelee. War halt nicht der Überskill, aber auch nicht die komplette Zerstörung. Also, passt schon. Und ja, beim nächsten Mal geht's dann auf ins Finale, Leute. Zelda wartet auf uns und Ganondorf möchte gern gefistet werden.
Also, schaltet wieder ein, wenn es weitergeht beim Finale von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Bis dann und ciao!